Beruhigung! Das sind alle Waffen, die wir haben! Halt die Munde, Terrorist! 80 Millionen Terroristen in Deutschland! Dafür die ganzen Kameras! Dafür dieses faschistische Auto! Eine Durchsage an die Teilnehmer der Versammlung auf dem Martin-Luther-Platz. Sie haben jetzt die dritte Auflösungsverfügung bekommen. Die Polizei wird gleich beginnen, das Camp zu räumen. In Verhandlungen mit Versammlungsteilnehmern habe ich zugesichert, dass wenn Sie Ihren Protest durch passives Sitzenbleiben auf dem Gelände fortsetzen wollen, dass wir Sie wegtragen. Das Wegtragen geschieht in einer Form, dass wir sie aufheben und gegebenenfalls in einer so Wiegestellung hierher tragen. Ich habe Ihnen ebenfalls zugesichert, dass wir sie hierher tragen, ohne dass wir die Personalien feststellen. Bedingung für diese Zusage war, dass Sie sich an unsere Abmachung halten. Das heißt, leisten Sie keinen Widerstand. Das Schlagen, Treten oder sonstige aktive Handlungen gegen Polizeibeamte kann nicht toleriert werden. In diesen Fällen werden wir konsequent Strafanzeige erstatten und selbstverständlich auch Ihre Personalien feststellen. Wir werden jeden Fall differenziert betrachten. Das heißt, entscheiden Sie sich selbst. Setzen Sie auf den Boden, geben Sie Ihren Protest. Ich kann mich nicht auf den Boden setzen. Aber leisten Sie bitte keinen Widerstand. Ich kann mich nicht auf den Boden setzen. Soweit Sie das Camp nicht öffnen, werden wir das Camp durch Polizeikräfte öffnen lassen. Das heißt, wir werden die Barrikaden, den Zaun dergleichen an einer geeigneten Stelle öffnen, um in das Camp einzudringen. Insbesondere beim Vorgehen der Kräfte, beim Öffnen des Zaunes, beziehungsweise wenn wir auf Sie zukommen, bitten wir Sie, sich nicht den Polizeibeamten in aggressiver Form entgegenzustellen. Unterlassen Sie insbesondere jegliches Werfen von Gegenständen. Danke für Ihr Verständnis. Danke für dein Verständnis. Ja, werden sie dich auffordern, wegzufahren? Funktioniert das nicht. Geht nicht. Ein Monat noch, dann zahlt der IWF sein Geld werden. Also jetzt hat er ja nochmal eine Zusage gemacht, dass es dann jetzt nicht gehandelt wird. Und schieben können sie den wahrscheinlich auch nicht, also ich glaube nicht, dass das geht. Müssen sie mich zu vier Leuten oder sowas wegtragen. Ist ja egal. Wichtige paar Kilo mehr, aber mein Gott. Schämt euch! Die Geschichte wiederholt sich gerade. Kannst du ja irgendjemand anders dann erklären? Das ist der Stecker, wo Reit rechts auf Englisch dann steht. Reit, der muss nur wieder komplett wieder zusammengedrückt werden. Der ist jetzt nur so halb. Genau dasselbe kann auch jetzt passieren. Seid kritisch, stellt Fragen und steht zu eurer Meinung. Ihren Protest tun, sehen wir das nicht als Widerstand.
Vorgehen der Polizeikräfte bitte ich darauf zu achten, dass sie sich nicht den Kräften entgegenstellen. Jegliches aggressives Handeln, jegliches Angreifen von Polizeikräften wird als Widerstand gewertet und wird zur Anzeige gebracht. Ich bitte Sie einfach nochmals, diesem Aufruf Folge zu leisten, das Camp freiwillig zu verlassen oder sich in der Mitte des Camps entsprechend zu verhalten. Die eingesetzten Polizeikräfte werden differenziert vorgehen. Sie werden sehr wohl unterscheiden, wie sich jede einzelne Person verhält. Deshalb nochmal ein Appell an Sie, als Friedensbewegung seien Sie entsprechend vernünftig und leisten Sie den Anweisungen der Polizeibeamten Folge. Danke für Ihr Verständnis. Sie hat sich entwickelt. Hättest du mir sowas vor 30 Jahren mal gesagt, dass ich bei sowas dabei bin, gedacht, du spinnst. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren ist einfach so widerlich. Ausgerüstet. Schämt uns für das, was ihr zu tun wollt! Oh, da haben sie schon die Dinger in der Hand, hast du gesehen? Die Zangen? Ja, hab ich gesehen, ja. Da hat auch einer eine Axt dabei, um das Problem zu lösen. Ja.
Vor allen Dingen das Problem derer, die davor sitzen. Was mich ja wundert, ist, dass sie so bescheuert waren und die Leute auch hier durchgelassen haben. Ja, die hätten ja, als ich gekommen bin, da standen die ja schon lange hier, hätten ja schon längst hier dicht machen können. Und dann noch nicht den Auftrag, da war das noch Sache der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung hat irgendwann gesagt, so, das ist kein... Es kriegt noch ein besser Eis von euch! Ich krieg ein Wassereis von euch! Ja, das ist der Spekulierer, der... Wir haben es mir am ersten Mal weggenommen! Hör mal, der guckt jetzt, wie er da eingreifen kann. Wie einzureifen. Oh, jetzt kommen sie. Da kommt ja noch eine Truppe, mein Gott! Und da auch noch aus der Querstraße. Da kommt der Einmarschier dran. Glaube ich, jetzt kommt auch schon Krankenwagen, den bereitstellen müssen wir eigentlich auch hier haben. Wir können doch nicht ohne Krankenwagen hier sowas durchziehen. Wir haben einige Polizisten mit Sanitäterabzeichen gesehen. Ja? Machen hat auch geschickt, die jetzt das Theater machen, die haben alles andere vorher nicht mitgekriegt. Das heißt, hätte es jetzt ein paar von den da Leuten jetzt umgestimmt, dann sind quasi die nächsten Truppen da. Aber wenn jetzt hier welche sind, die haben ja recht oder sowas. Die haben ja die ganze Zeit nichts mitgekriegt. Die machen jetzt hier... Ja. Vielleicht lassen die mich auch einfach hier stur stehen und machen alles um mich herum. Doch nicht, die wollen hier in Ruhe arbeiten. Und werden sie sich aus dem Gefahrenbereich rausnehmen. Stimmt. Ja, da gibt es wenigstens für die Fotografen schöne Bilder. Hast heute noch was vor, ne? Ja, ja, aber ich muss auch noch. Nee, die haben von hinten rum. Ja, hinten rum und von der Seite. Helfer! Das ist wohl Verarschung! Von hier vorne fahren die dann hier mit den Räumen. Thank you.
Was machen Sie mit den Hunden, die da drin sind?